Hallo und... Machen das nicht nochmal. Ja, okay. Halt die Schnauze. Willkommen zurück hier bei Dying Light. So, wir... Unter Wasseralgen. Lavendel, da haben wir... Endlich haben wir Lavendel. Sehr schön, das passt ja. Da können wir dann ja gleich... zwei Sachen auf einmal erledigen. Nein! Letztes Mal konnte ich hier so hoch springen. Aha, kriegen wir doch auch so hin und das Ding kann man gar nicht öffnen, okay. So, wunderbar. Wie spät haben wir das denn? 15 Uhr, ja, das sollten wir noch zeitlich schaffen. Oh, der hat einen Hammer in der Hand. Der weiß bestimmt noch, wie man das Ding nutzt. Nice, einfach mal drüber weggesprungen. Oh Gott, so ein Rotzerboy. Oh, nice, den hat's schon mal hingerafft. Alter, so ein Rotzerboy ist ja auch eklig. Nee, wir holen uns hier erst einmal das Safe auf. Okay, ihr wollt... Oh Gott. Das arme Knie. Sieht auch nicht mehr gerade so gesund aus. Okay, da komme ich so nicht hoch, aber so. Alles klar. Hier hoch und dann sind wir auch schon so gut wie da. Eines inaktiven Safehauses. Wo labern die denn? Ach, da. Alter! Der eklige Lauchboy, Alter. So, okay, wir aktivieren die Taschenlampe. Batz. Nice.
Holen Sie etwas am Fährer. Achso, ja, das ist unsere Quest. Ah, nice. So haben wir das zugemacht. Und hier nochmal Strom rein. Ah, wunderbar. Hätten wir das Ding auch gesichert. Okidoki. Da kommen wir wieder raus. Ich wollte nochmal hier kurz bei den Fertigkeiten gucken. Da haben wir nichts dazu bekommen. Alles klar, dann können wir jetzt hier... Finden Sie den Gasmaskenmann. Ach, der ist auch hier. So, schauen wir doch erstmal da. Okay, da ist nichts. Hallo? Oh Gott. So, der müsste jetzt hier gleich irgendwo da. M plus D, was heißt das denn? So, erstmal hier oben aufs Haus. Da kann man sich dann ja nochmal schön umgucken. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Aber ich habe 10 Stück. Was soll der Geiz? Ah, sehr schön. Wieder eine Waffe. Maurerhammer. Und Vollstrecker. Puh. Okay, da geht's rein. Ich möchte trotzdem hier erstmal außen überall rumgucken. Auch hier Schlossknacken schwer. War einfacher als das gerade eben, wa? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass draußen gleich ordentlich was los ist, wenn wir hier fertig mit dem Looten sind. Oder dass wir gleich irgendwie überrascht werden. Oh. Oh, noch eine Waffe. Kurzes Fischermesser. Ja, das habe ich auch in einer der letzten Folgen auch falsch gesagt. Da habe ich ja kurzes Fleischermesser gesagt. Obwohl das ja ein Fischermesser war. Ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. Oh, wieder so ein Inventar voll. Wollen wir doch mal schauen. Verbessert alle Werte ihrer Waffe. Ah, Ja, machen wir mal. Hier, Upgrade ist F6. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Jo, der kriegt hier König. Haltbarkeit. Hat denn der jetzt an Haltbarkeit? Da, plus 8. Und damit kriegt er plus 11. Nehmen wir doch lieber ein bisschen mehr Schaden. Und dann F-Upgrade bestätigen. Und jetzt sollten wir wieder Platz haben. Nein. Lassen wir das Ding mal fallen und holen uns den Polizeischlagstock.
So, wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Die Taschenlampe können wir mal ausmachen. Und wir klopfen einfach mal vorsichtig an. Okay, was ist das? Das ist 19 Uhr. Keinen Schritt weiter. Shakur empfängt heute keine Besucher. Wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Was? Wovon redest du? Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Wie kommst du auf sowas? Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest hereingelegt. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du? Shakur war hinter dem Felsen und hat ihn gesehen. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Dann sollte Shakur mir sagen, wer es ist. Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Wenn du wissen willst, was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann sage ich es dir. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche Shakur. Und was wünscht der mächtige Shakur? Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Sei wie ein Fisch und bring sie mir zurück. Schnell, geh schon. Ja, sei wie ein Fisch. Ja, laber, laber, rababer. Kann ich den nicht einfach so abmetzeln? Nö. Wir gehen aber erstmal zurück und wir schlafen mal kurz. Das ist nämlich 20 Uhr. Sollten wir auch gleich die Nachricht kriegen, dass das schon so spät ist. Oh, seit wann ist das denn da oben alles? Das ist ja auch neu jetzt. Komisch. Huh! Was ist das denn? Es wurde barrikadiert. Aber man kann immer noch so schön rausschauen hier. Der dreht auch noch langsam. Tja. Tja, wir packen erstmal alles hier, was wir jetzt gerade im Moment nicht so an uns tragen. Erstmal kurz raus. Ah, die haben wir gerade an, ne? Ah, dann nehme ich aber lieber hier Sportler. Finde ich doch einfach ein bisschen schöner. Bei dem warmen Wetter, was wir draußen immer haben. Okay, und dann schlafen legen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eine Stunde später und ich möchte einfach nur mal draußen gucken. Boah, ekelig so. Was ist das denn da? Die Lichter sind an? Hier scheint es ja relativ ruhig zu sein. Nun gut, wieder schlafen. Wie gesagt, nachts möglichst nicht raus. Ich habe einfach zu viel Angst davor. So, 10 Stunden später und wir müssen gleich in irgendeinen See abtauchen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.